Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, gleich mal Reinholz einpacken. Ich weiß nicht, das ist zu einer Sucht geworden. So, und dann sofort wieder zurück zum Lagerfeuer. Wir werden die Hauptquest weitermachen. Letztes Mal versucht, uns drauf vorzubereiten. Das Spiel hat uns so halbwegs gelassen. Den Bogen haben wir zumindest upgraden können. Dann Quest auswählen, Haupt... Die Flügel der Zehen, wenn Füße fliegen können. Ah, scheiße. Muss ich ja auch noch schnell reisen. Wo muss ich überhaupt hin? Dahin. Rede mit so. Da war ich doch gerade. Ah, Mist. Wir haben ja extra die Basis verlassen, um uns abzugraden. Naja, was soll's. Jetzt sind wir wieder hier. So ist... Irgendwo... Da ist sie ja. Ah. Schön hier eigentlich. Schöne Gletscherschmelze. Gletscherschmelze. Und richtig geile Aussicht. Ja, schön. Ist das für Wahl? Scheiße, dass der echt draufgegangen ist. Um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Kann ich verstehen. Echt geiler Platz dafür. Schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und... über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Stimmt. Ich erinnere mich. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Wenn grüne Gliedmassen welken, Wurzeln faulen im Schnee, wächst doch der Samen so sicher wie der Stein. Der Text macht nicht so viel Sinn, aber ist trotzdem schön. Aus Tod entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land und so ist es auch mit uns. Ich schwanger? Ich erwarte ein Kind, Aloy. Wahl Junior. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie, nie danken. Das stimmt, wir waren ziemlich gemein zu ihm. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Boah, das geht mir echt ein bisschen nahe. Das war wirklich... Wie mochte den Kerl. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Nicht zu viel versprechen. Ich passe hauptsächlich auf mich auf. So habe ich zumindest den Eindruck. Zu Wahl setzen? Der ist doch gar nicht mehr da. Aber... Jetzt? Ja, und wo muss ich jetzt hin? Flügel der Zehen? Ja? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren.
Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Sehr gut. So, Sonnenflügelüberbrückung herstellen. Können wir das noch nicht? Können wir das schon? Oder muss ich in der Brutstätte davor? Wir haben noch nie Maschinenstreit gespielt. Das ist richtig. Mir reicht schon, dass Kotal um mich ständig. So. Sonnenflügel. Keine Kosten. Ja, das hört man gern als Schwabe. So. Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Draußen war doch gleich einer. Ein paar. Dann gehen wir mal hoch und besteigen ihn. Den Berg. Und einen der Vögel. Und vielleicht jemanden, um unsere Trauer rauszulassen. Okay. Ah. Ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten danke, den Berg Eloy. Hinauf. Ja, bin schon am Arbeiten. Das heißt eher du. Ich sitze hier bequem vorm PC. Auch wenn es hier gerade ein bisschen warm ist. Kannst du ja gar nicht verstehen. Du kletterst gerade im schönen, kühlen Ding. 100 Grad. Steile Wand hinauf. Ja, fast 100 Grad. Nee, fast 90. 100 wäre ja ein bisschen zurückgelegt. Vielleicht. 90 ist ja recht der Winkel. So. Da seid ihr ja. Ich brauche nur einen. Der Rest kann sterben. Gut. Da oben sind Sonnenflügel. Ja. Ich muss mich ihnen leise nähern. Ja. Kann ich hier nicht einen Stein hinwerfen? Wozu habe ich 50 oder so? Ah, 40 nur. Nicht ändern. Kann ich die werfen? Also mit X. Ne, mit X schalte ich durch. Ach, ich muss kurz R drücken und dann kann ich mit Linksklick werfen. Oh, ich habe eine Flammenfrucht gegessen. Sah aus wie ein Stein. Hat hoffentlich nicht geschmeckt wie einer. Keiner fühlt sich angesprochen. Schade. Jo. Ganz langsam. Scheiße! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Runter hier. Scheiß. So ein Scheiß. Käse mit Anlauf. Ich war doch so kurz davor. Also manchmal weiß ich nicht, was ich mache. Was ist denn da hinten? Achso. Hat gerade nur nicht ganz geladen gehabt. So, wie wär's, wenn wir das gleiche nochmal machen? Kann ja nicht mehrmals schief gehen. Bin getarnt. So, die vermuten bestimmt nix. Fuchs. Du bist ein Fuchs. Du warst ein Fuchs. Sonst müssen wir zu einem anderen Sonnenflügelareal. Ich hoffe, die hocken da noch. Die sollen sich mal entspannen. Scheiße. Mich entdeckt. Jetzt entspannen die sich. Na also, diesmal werde ich eh drücken, ich versprech's. Ja. Ist doch alles gut gegangen. So, endlich mal mobil hier. Wow. Los geht's. Ich bin in der Luft. Ja, da sind wir in die Luft gegangen.
Jetzt lass mich mal alleine fliegen hier. Nicht nur Cutscene. Hui. Erhalten Flugmaschinenruf. Sehr schön. Das hätte man gleich machen sollen. Die Welt ist so groß, das hätte sich doch von Anfang an gelohnt. Fliege nach Westen. Fassrolle. Hui. Jawoll. Schwindelig. Tilda? Oh, mir nicht. Ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Ah. In der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Ich will euch aufdecken. Hey, wieso deckt es die nicht auf? Doch. Jetzt. Da ist er ja. Da ist der lange Schwanz. Also, in seinem Kopf landen. Stimmt. Vorwärts. Ach, ist das cool. Fand das fliegenden Avatar, also dem Avatar-Spiel, besser umgesetzt und vor allem geschickt, dass es viel früher war. Aufsteigen. Absteigen mit C. Kriegt man doch hin, oder? Langsamer. Landen. Geschafft. Ich muss es nur überbrücken. Endlich. So, das war schon kleiner. Okay, Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich habe dir gesagt, dass ich helfen will. Tippe Z und X an, um Flug mal. Ja? Ach so. Ach, Z ist wahrscheinlich dann zurück. Das wäre auch teilweise praktisch gewesen. Z? Wow! Daran muss ich mich noch gewöhnen. Hört auch sagen, dass wir uns daran noch gewöhnen müssen. Nein, hoch! Lagerfeuer! Entdecktes Lagerfeuer, du Vogel! Das muss die Hauptstadt des Wüstenclans sein. Ich kann sie in voller Größe sehen. Der Horus müsste im Nordwesten sein. Oh. Das ist schon eine bessere Art zu reisen. Ich wünschte, er hätte noch eine Nitro-Einspritzung oder so. Bisschen lahmarschig ist immer. Da ist ein Lagerfeuer in Dix. Ja. Das macht die Entdeckung doch viel leichter. Ach, ist das schön. Endlich. Hab nicht mehr dran geglaubt. So. Stürmische Stürmer. Lagerndes Lagerfeuer. Ach, ist das praktisch. Ich weiß, ich komme wieder vom Weg ab. Ich versuche mich zu bessern. So. Irgendwo ist ein Unterschlupf. Genau da. Komm schon. Die Detection Range könnte noch ein bisschen weiter sein. Oh ja. Das ist definitiv ein Horus. Hui. Da ist die Energiezelle. Wo? Auf dem Rücken des Titan. Ah. Hab sie. Hab die Zelle. Jetzt ab zum Hain. Dann schmeiß mal die in den Hain rein. Ich sollte alle Energiezellen in der Region reaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Die könnten nützlich sein. Selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Oh. Da haben wir unser eigenes Bombergeschwader. Gut, Geschwader bestehend aus uns, aber trotzdem. Da können wir einfach so ein Behemoth wegbomben. Warum nicht gleich so? Das ist eine geile Mechanik. Hui.
Nur ganz schön neblig gerade. Ich glaube, das müssen sie machen, damit die Performance irgendwie halbwegs in Ordnung ist. So. Wo muss ich die jetzt hinschmeißen? Okay, also dann. Ah. Das wird gleich interessant. Komm schon, auf die Elefanten. Hi, Regala. Regala ist drin. Bald wird Hikaru tot sein. Es ist vorbei, Kaplanin. Ich lass sie jetzt fallen. Okay, los. Was für ein schöner EMP. Sind die nur ausgenockt oder sterben die dann tatsächlich? Sieht nach Tod aus. Ist das? Ja, das ist ich. Sie fliegt auf den Flügeln der Zehen. Die Zeiten ändern sich. Vorwärts! Ja, da haben wir ihr gerade noch das Leben gerettet. Das wird Kinnschmerzen geben. Dacht, wir wollten Schluss, das machen, Hikaru. Bevor... Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Ja. Was? Wie ist das möglich? Durch mich. Ergib dich! Genug Blut vergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Oh, das sagt Bosskampf. Sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin... Dann bist du tot. ...werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Hey, ich kann selber kämpfen. Ja, hier unten macht's besser. Macht's mehr Sinn. Sie haben mich. Zeige deine Stärke. Na gut, auf die Rübe. Wann hast du deine Maske aufgesetzt? Da kommt meine Stärke. Sprengfalle. Dass das funktioniert. Hey, wieso hast du Flügel? Sprengfalle. Au. Sprengfalle. Deine Klinge ist stumpf. Dein Mut eingerostet. Was? Was war das? Nein, Aloy, lass dich doch nicht so leicht treten. Explosive Fässer. Oder nur Fässer. Okay, dann machen wir es so. Die ist aber ganz schön agil für eine Frau in ihrem Alter. Also Regala, nicht ich. Ich bin Aloy, ich bin noch jung. Schock. Schlag schon zu. Musst nachladen. Lad doch nach. Oh, wollt nicht fangen.
wird mich Regala doch nicht ausschalten. Nein, danke, ich mag das Elend. Ausdauertrank. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Leb mal die doch mal ein bisschen fest. Oder Feuer am Auge. Kann man Regale eigentlich scannen? So willst du dein Leben aufgeben? Das hat nicht. Oh oh. Keine Hilf-Items mehr. Hilf-Item. Ups. Okay, das machen wir nochmal, aber sinnvoll. Oh, dass sie mich echt ausgeschalten hat. Die kämpft gut. Das muss man ihr lassen. Die hat auch schöne Waffen. Ich hoffe, ich krieg alle, wenn sie tot ist. Irgendwann mal. So wie ich kämpfe, wird das wegen natürlichen Tod sein. Ja, das können wir überspringen. Okay, dann machen wir es so. Du bist keine Herausforderung. Doch. Au. Ich muss einfach mehr ausweichen. Mehr ausweichen. Ah, kann ich nicht herstellen. Boah. Erstmal neue Zeug craften. Plasma-Pfeile kriegt sie auch ab. Wo ist sie denn? Die Nora vergießen salzige Tränen, wenn sie aus dem Blut vergießen. Das glaube ich nicht. Die Tränen sind süß. Boah. Bitch. Wieso gehen meine Vorräte immer drauf? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach nur weiter nach hinten gehen müssen. Aber sehr praktisch. Ich wäre nämlich beinahe wieder draufgegangen. Naja. Hatten ja Glück. Endlich kämpfe ich mal wieder in der Arena. Wir bringen es hier zu Ende. Ja, setz mal deine Maske ab, dann kann ich besser. Genau. Ich brauche einen Hilftrunk. Dein Blut wird bald mir gehören. So. Das bezweifle ich. Viel besser. Wie? Kämpfe bitte. Ja, mach ich doch. Nimm mal deine Maske ab. Maske ab. Ich wollte gegen eine Legende kämpfen. Du Mann bekommt, wofür man fragt. Ah, shit, muss ich das sogar... Ist das alles? Das ist zumindest einiges. Nein! Bitch, ich war gerade beim Nachladen. Also kein Kampfgeist mehr in der Generation. Ü40. Also das ist mir ein bisschen peinlich, dass ich hier gerade so versag, aber die haben das sehr, sehr schwer gemacht. Bestimmt. So, das kriegt man hin. Aller guten Dinge sind drei. So, dann nehmen wir das. Ich vernichte dich. Und danach Hekaro. Nein, danke. So stelle ich mir das vor. Haben wir nachgeladen? Nee. Lass mich nachladen, Bitch. Dann halt nicht. Was haben wir denn noch? Ich werde meine Geschichte in deine Knochen ritzen. Danke, aber nein, danke. Hast du überhaupt eine Geschichte? Du langweilst uns doch nur damit. Erheben. Du liegst noch gar nicht. Schlag zu. Was willst du von mir?
So, was war denn das nochmal? Schluckschnecken. Der Regen wird das Land von deinem Schmutz säubern. Mhm. Du hast mich zwar zweimal besiegt, aber das passiert kein viertes Mal. Du solltest mich anflehen, dein Leben zu beenden. Hier geht's gerade auch nicht so gut. Ich habe endlich ein Mittel gegen dich gefunden. Ob du läufst oder stillst, du stirbst heute. Und wenn ich fliege? Was ist dann? Und ausweiche? Komm her. Hi. Bin doch da. Der Tod begrüßt dich. Das hilft. Und dich. Ja, mit dem Mistkin. Aha. Jetzt aber. Ja. Sag doch, aller guten Dinge sind drei. Drei Versuche habe ich gebraucht. Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern. Schlagt zu. Ja. Halt, wenn ich nicht so husten müsste. Verräterin. Ja, du bist worauf auf den wartet Flügel ihr? Der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Ja, sie kämpft gut. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge, was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht. Nach allem, was du getan hast, kann ich dich nicht verschonen. Na, endlich. Nicht aufstehen. Dann hol deinen... Tja. So kann's so. Gehen. Blut für Blut. Ja, ich bin kein Fan von Rache. Das war eine Psychopathin. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Oh je. Wer sitzt denn jetzt auf dem Thron? Ach, Silence wollte ja diese Farsinet angreifen. Ups. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Ja, das bin ich. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Und kommt von einem Interessierten. Ja, ja. Sehr interessiert ist der. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Sehr gut. Mensch, dem seinen Arm hätten wir schon längst wieder dran machen können, aber Gaia ist jetzt nicht da. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala. Kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast? Blut und also Spiele. Mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Bitte, legendärer Regalas Bogen. Ja! Möge dein Pfeil stets gerecht sein. Vor allem stark. Die hat auch noch andere coole Waffen gehabt. Was ist mit denen? Hätte ich die nicht getötet, hätte ich den Bogen vielleicht nicht bekommen. Alles richtig gemacht.
kann ich das nicht einfach ins Feuer werfen. Da ist bestimmt der Malware drauf. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Dankeschön. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Zeniths zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Zeniths zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Wir haben ihm keine Zeit genannt. Er hat uns bestimmt wieder gehackt. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Hast du von den Visionen gehört? Jetzt, wo Nein, ich hab kann, nicht schaut, von den Visionen gehört. Bevor ich zurückkehre. Ja, wir fliegen mal kurz Ausrüstung holen. Ja, servus, ja. Ja, zu den Flügeln der Zehen. Alle klingen. Hui. Jetzt kann ich zu den Wolken fliegen. Ja. Hochsteigen. So, irgendwas Interessantes muss es doch hier noch geben. So, wo sind wir? Gehen wir nochmal Rebellen auspushen, aber es gibt ja jetzt eigentlich keine Rebellen mehr. Glimmerwinkel. Da ist vielleicht noch ein Fragezeichen. Schlund der Arena, was war das eigentlich? Wieso haben wir das noch nicht entdeckt? War doch gerade da. So, hier ist noch was Unbekanntes. Was ist hier unbekannt? Das Lagerfeuer kennen wir, glaub schon. War das der Flugschreiber? Hallo? Unbekannt 9? Hey, da liegt Zeug. Da war doch auf irgendeinem Hügel war mal Grünglanz, ganz hoch oben. Wir haben das Fragezeichen immer noch nicht. Nee. Und irgendwo war was Legendäres, aber das war bestimmt nur so eine alte Skulptur. Oh, keine Ahnung. Dann bleibt das Fragezeichen halt hier. Ui, irgendwie ist die Steuerung für mich invertiert. Das haben wir noch nicht abgeschlossen, das will ich aber auch gar nicht. Blut für Blut, nee, danke. Himmelsgleiter, Sonnenflügel. Joa. In irgendeine Stadt würde ich gern mal. Haben wir hier noch irgendeine Stadt? Haben wir jetzt endlich mal was freigeschalten hier? Da unten sehen wir noch nicht so gescheit. Die hatten kein gutes Zeug. Vielleicht das Bollwerk? Och, die hatten auch nicht so viel. Dornmarsch hat gerade auf jeden Fall keine Teile gehabt. Dann nehmen wir doch hier entweder Brennspeer oder die vor dem... vor der Basis. Die haben immer die besten Teile, warum auch immer. Nitro. Der hat doch extra so Nitro-Elemente. Muss mir die Steuerung nochmal anzeigen lassen. Unbekannter Unterschlupf. Gleich mal aufgedeckt. Und noch ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wo ist überhaupt Regalas Bogen? Den müssen wir erstmal ausrüsten, bevor ich es komplett vergesse. Regalas Zorn. Ja, der wirkt zornig. Ausrüsten. Ja. Und dann haben wir eigentlich unseren guten Bogen. Ausrüsten.
Ah, der Sucherjägerbogen kommt weg. Ah, dann machen wir's doch. Nee, der kann unten bleiben. So, Spulen bearbeiten. Eine Spule kommt da rein, die... Brandgegnerschaden, Fernkampfschaden plus 25. Auf jeden Fall, rein damit. Nein, Donnerkiefer. Da brauche ich gerade gar nicht. Sieht man hier eigentlich ein bisschen was aus der Luft? Boah, halt ein Donnerkiefer. Hui. Na, dann nehmen wir mal die szenische Route. Ob da ganz oben was drauf ist? Auf dem Türmchen. Ich als Entwickler hätte was drauf platziert. Ich könnte es mit Säure probieren. Ja, oder wir lassen's. Hui. Was ich ausprobieren möchte, ist tatsächlich nochmal so ein Energieding auf so einen Donnerkiefer oder so fallen lassen. Entdeckt die. Sehr gut. Hab sie entdeckt. So. Was haben wir denn da oben? Nett habt ihr es hier. Okay. Ist da meine Landefläche? Ich lass dich hier. Gut. Hubschrauber-Landeplatz gefunden. So. Und kein Loot hier oben. Ah. Doch. Na, also. Kann man hier in Brennspeer was machen? Hui. Ja, Maler brauche ich nicht unbedingt. Ja, doch, schön habt ihr es hier. Man sieht fast nichts. Ich hoffe, die haben wenigstens die Ausrüstung, die ich mir kaufen will. So, Kräuter. Ein Kräuterkenner. Sie sollte hier nicht so herumspringen. Wo ist mein Kräuterkenner? Da hinten drin. Nein. 16 Meter wahrscheinlich wieder über mir. So ein Mist. Ah, die Truhe nehme ich. Ja. Du bist eine wahre Soldatin. Dankeschön. Die Streiterin soll die Arena erobert haben. Und ich hab's verpasst. Ich hatte Wachdienst. Ja, ja, alles gut. Sowas kann man ruhig mal verpassen. Boah, in eure Stadt komme ich nicht mehr. Das ist ja noch schlimmer als die andere mit der Organisation. So, was hast du? Nur kleiner Gesundheitstrank. Hast du einen guten Rohstoff? Waschbärknochen. Präriehundknochen. Her damit. Kaufen. Nochmal ein. Kaninchenknochen. Vielleicht können wir damit was upgraden, was Beutel angeht. Bin mir zwar nicht sicher, aber... Boah, ein Gabelbein von der Gans nehme ich auch. Dann macht mich aber ganz schön arm. Eichhörnchen. So, dann vielleicht Waschbärenhaut. Präriehund-Haut. Nabelschweinkröten, Echsen, Gänsefeder. Und Eichhörnchenhaut. So, den Rest braucht man nicht. So, heilende Biere ist aber relativ billig. Kaufen. Wunderbar. Werkzeuge, nee, kleiner Gesundheitstrank bringt gar nichts. Neue Outfits. Outfits, Outfits, Outfits. Ach, die Stadt ist scheiße. Tut mir leid, aber so baut man doch nicht. Au. Ich weiß auch nicht mehr als du. Tja, Pech für dich. Na gut, da ist zumindest noch eine Werkbank, wahrscheinlich da oben. Ja. Ja, ja. Darf ich wieder raus? Ah, halbwegs. Ich bin stolz, irgendwie. Was hast du? Fremde, möchtest du handeln? Ja, mit jemandem, der besseres Zeug hat. Beutel-Upgrades. Leichter Pfeilköcher.
Wusste ich doch, dass wir was schaffen. Wir brauchen mehr Präriehundhaut. Und Fallenbeutel erweitert. Nochmal? So, Jägerfeil, Lachsgräte. Wie man Fische fängt, weiß ich immer noch nicht. Trankherstellung, großer Gesundheitstrank. Ja, sieht doch gut aus. Ich wünsche, man hätte viel mehr Tränke machen können. So, Elite-Springfalle. Da fehlt mir die Springkasse, das ist aber schade. Munition ist hier ja... Na, geht doch nicht beim Craften direkt wieder zurück. Geht auch nicht. Anscheinend hatte ich was falsch gemacht. Hä, da habe ich genügend Sprengpaste. Merkwürdig. Ganz schön merkwürdig. So. Säure-Monster. Ja, die braucht man nicht, die braucht man nicht. Was braucht denn das Elite? 20 Stück kann ich davon machen. Ja, damit. Oh. Warum nicht, wenn wir gerade hier sind? So, das passt. Machen wir da auch noch ein paar. Dann sind wir wieder voll. So, Fallenherstellung. Echt hier keine Springpaste für. Faszinierend. Dann Löschwasserfalle. Oh, können wir auch nicht machen. Explosiver Schlamm. Davon hatte ich doch so viel. Gibt es hier irgendwo eine Kiste? Ja. Und alle Kategorien auffüllen. In der Hoffnung, dass ich jetzt mehr Zeug machen kann. Ah, nee. Doch. Doch. Aber teuer. Sehr, sehr teuer. Munition, Hammer, Outfit-Upgrades. Hätte ich nicht Regalas Outfit haben können. Was habe ich überhaupt an? Das habe ich an. No. Habe ich das an oder habe ich nur den Look an? Vielleicht kriege ich deswegen so aufs Maul. Ich habe keine gescheite Rüstung an. Müssen wir mal schauen. Ja, also wir haben das. Das wäre doch viel besser gewesen. Ausrüsten. Wann habe ich das gewechselt? Nur den Look anwenden. Obwohl, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Ich fühle mich wie eine Häuptlingin. Na also. Dann Outfit-Upgrade. Das, was ich gerade anhab, braucht Kletterkiefer-Schweife. Ach, die Scheißaffen. Na gut. Ich dachte, ich hätte einen anderen Look. Ah, habe ich wahrscheinlich auch. So, Regalas Bogen kann gleich mal verbessert werden. Was mich sehr freut, dass die das noch nicht gemacht hat und mich trotzdem so abgezogen hat. Und Versenger-Zirkulator und Frostklauen-Beutelgewebe. Wunderbar, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, macht man noch schnell eine Kurzreise. Kurz eine Schnellreise. Ach, Dornmarsch. Ja, ja. Schlafdinger müssen wir mal wieder auffüllen. Kann man bestimmt kaufen. So, einmal fortfahren und einmal alles kaufen. Ja, ihr auch. Sei willkommen. Ja, ich bin willkommen. Folge den Wegen der 10. Möge Regalas Feldzug schnell enden. Ja, wo war nochmal? Koch. Koch ist da. Jäger, nee, Trankfritz. Outfit-Fritz ist oben. Boah. Also Stadtplanung müssen die nochmal studieren. So. Ich sehe aus wie der Häuptling. Nicht zu Unrecht. Delta-Scharfschussbogen. Nee. Nee, nee, nee. Spulen und Gewebe. Achso. Die kennen wir ja schon. Die sind nicht ganz so gut. Nee. Ah, hier, warum nicht? Schnellreisepaket. Wie viel wollen wir? Boah.
Haben wir wieder ein paar. So, Rohstoffe. Explosiver Schlamm. Egal wie teuer. Oh, ist schon teuer. Egal, wir brauchen es. Und Sprengpaste. Warum nicht? Wofür haben wir das ganze Geld? Wofür haben wir denn das ganze Geld? Werkzeuge, Elite-Sprengfalle. Kann man die einfach so kaufen? Ist ja viel billiger. Oh. Oh, so viel zu billiger. 3 Stück kosten 2000 Scherben? Nein. Nein, nein, nein. So dringend habe ich es dann auch nicht. So. Zurückkaufen. Habe ich irgendwann mal was Wertvolles verkauft? Nö. Schade. Spulen und Gewebe. Sofortige Verwirrungs. Ja, alles so lame. Plasma plus 15% geht hier noch. Boah. Boah, geht. Ich bin zufrieden. Nein, ich möchte gerade nicht mit dir handeln. So, und der Outfit-Dude hat ja eh keins, bis ich ihm diese komischen anderen Dinge gebe. Wird gern noch die Brutstätte aufdecken. Aber nur aufdecken. So, eine Schnellreise dorthin. Ich hätte die Brutstätte wahrscheinlich gleich markieren sollen. Weil jetzt muss ich das nachholen. Was ein bisschen doof war. Wir fliegen hin und dann würde ich sagen, mach mal nächstes Mal gleich die Hauptquest weiter. Ein oder zwei gibt es noch, falls ich das richtig im Kopf habe. So, einmal markieren. Ich will nur sehen, was das ist. So. Einmal bitte die Aloy aufheben. Dankeschön. Den Bäumen ausweichen. Das ist nicht so ideal gemacht. Aufsteigen. Steig auf. So, das ist auch ein Sonnenflügelareal. Breit. Hä? Nicht? Wegpunkt. Wo Wegpunkt? Da Wegpunkt. Interessant. Was ist das da hinten denn? Sind da die Phasinets? Sieht ein bisschen so aus. Ja. Hui. Und die Lagerfeuer... Lagerfeuer. Damit wir hier schnell reisen können. Gut, mit dem Flugapparat kriegt man das eh hin. Da ist noch ein Breitschlundareal. Ach, das macht Spaß. Alles aufdecken damit, das ist fantastisch. Komm, entdeckt. Ich seh's. Hui. Da ist noch ein Lagerfeuer. Und es ist entdeckt. Hey, eine Möwe. Ich bin jetzt auch in der Luft. Immer noch unbekannt. Kann der auch langsam fliegen? Was bist du für eine Brutstätte? Steig, sink mal. Ich glaube, ich steck gerade fest. Sinken mit C. Aha. Eine Brutstätte. Verborgen im Dschungel. Ja. Da drin sind bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Möglich. So. Welches Level ist denn dafür empfohlen? Finden wir, glaube ich, bei Quests und Brutstätten. Ja, 30. Hätte man wohl früher schon mal herkommen sollen. So, das nächste Lagerfeuer, das wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich irgendwo da unten. Da hinten. Also das mit dem Fliegen. Ein Donnerkäfer. Ein Toter. Das muss dann nur das Freund Warren sein. Ja, das ist möglich. Da ist auch ein Lagerfeuer. Nicht schießen. Nicht schießen. So, ich glaube, hier kann ich jetzt nicht speichern. Bin ein bisschen attackiert. So. Das nächste Lagerfeuer wird genommen. Wenn ich bloß aufwärts gehe. Wir gehen nicht, wir fliegen. Oder wieder Dornmarsch? Hui. Nee, ich würde tatsächlich sagen, ich gehe zur nächsten Lagerfeuer.
Ja, so viel dazu. Ich gehe dahin. Würde sagen, das reicht für die Episode. Ich werde nur noch speichern und wir machen dann von da hinten weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.